unser Friedenswille, nur um das nebenbei zu sagen, unser deutscher Friedenswille oder überhaupt der europäische Friedenswille der Europäischen Union, den brauchen wir nicht diskutieren, der ist einfach da. Wir haben Waffen, als Deutsche können wir sowieso keine Waffen liefern, die sind zu schlecht, nicht? Die nimmt uns gar keiner ab. Nicht, also sagen wir mal, wenn man Rabatt gibt, nehmen die Griechen U-Boote und Eurofighter, aber als Dank dafür, dass sie die griechische Armee nicht verkleinern mussten. Nicht? Das hat ja Deutschland durchgesetzt, dass die griechische Armee bei dem Spardiktat des Internationalen Rettungsfonds nicht betroffen ist, weil noch die Lieferung von 60 Eurofightern und 3 deutschen U-Booten ausgestanden hat. Das am Rande. Ich wollte dieses Kriegsgedudel von mir in einen größeren Zusammenhang stellen. Was wir erleben in der Ukraine, was wir erleben mit dem sogenannten IS-Staat, mit den zerfallenden Staaten in Afrika und im Nahen Osten, das alles sind Facetten eines großen Krieges. Das ist der zentrale Konflikt unserer Zeit. Ich sage Ihnen, was Warren Buffett dazu gesagt hat. Den werden Sie nicht kennen. Wenn Sie ihn kennen, schön für Sie, aber jetzt sicher nicht persönlich, nicht? Dafür ist die Aktie zu teuer, nicht? Warren Buffett ist der erfolgreichste Großinvestor aller Zeiten. Er hat grob geschätzt, glaube ich, 60 oder 65 Milliarden auf der hohen Kante, aber nur Dollar, nicht? Warren Buffett wurde von der New York Times gefragt, was ist der zentrale Konflikt unserer Zeit? Und Warren Buffett hat gesagt, das sollte jeder wissen. Es ist der Krieg Reich gegen Arm. Und meine Klasse, die Klasse der Reichen, hat diesen Krieg begonnen und wird ihn auch gewinnen. Da muss man doch nicht lange rumdiskutieren, nicht? Und wenn wir das wissen, dann können wir alles andere besser einordnen. Da brauchen wir keine Seehofers oder so dazu, nicht? Wenn wir das wissen und dann erkennen wir plötzlich, nur als Beispiel, nicht diese Finanzkrise als Beispiel, die ihren Ausgang genommen hat, das wissen Sie sicher, von diesen faulen Krediten in den USA. Wissen Sie was, das ist jetzt keine Mutmaßung, auch keine Verschwörungstheorie, dahinter steckte eine interessante Idee von amerikanischen Regierungen, und zwar unabhängig, ob Republikaner oder Demokraten. Allen amerikanischen Eliten wurde deutlich in den 70er Jahren, dass der amerikanische Traum, also der wichtigste Teil des American Dream ist das eigene Heim. Und als sie gemerkt haben, dass der Durchschnittsamerikaner nicht mehr wohlhabender wird, sondern stagniert, dass das aber der Amerikaner nicht merken darf, der Durchschnittsamerikaner, dass es mit ihm nicht wohlstandstechnisch weiter vorangeht, ist man auf die Idee gekommen, wir müssen denen, die sich eigentlich das amerikanische Traumheim nicht leisten können, die Möglichkeit geben, eins zu kaufen. Und da wurde von staatlicher Seite Fannie Mae und Freddie Mac dazu auserkoren, denen Kredite zu geben, obwohl jeder wusste, die werden das nie zurückzahlen können. Es ging um das Klima im Land und dass der Durchschnittsamerikaner nicht merkt, dass der Traum ein Traum bleiben wird. Und deswegen hat er das heimgekriegt und der Mathematiker der großen Banken hat überlegt, wie können wir daraus noch ein Geschäft machen? Und es hat glänzend funktioniert. Nicht? Das ist ein Teil der Kriegführung. Und nehmen wir jetzt als Beispiel, Griechenland bietet sich an. Ja? Übrigens, nur mal jetzt, dieser hässliche, verknöcherte Zwerg in unserem Finanzministerium, ja? Dieser Besserwisser, ja? Wenn er eine Frau wäre, als Hexe früher verbrannt hätte, ja? Herr, bitte, jetzt halten Sie sich mal raus. In ein paar Minuten werden Sie es noch aushalten, ja? Hören Sie mal, haben Sie schon mal unter Partnern gehört, dass einer zu dem anderen Partner sagt, machen Sie erst mal Ihre Hausaufgaben? Ist das der Ton, wie man mit Partnern redet? Dieses Wort, ich kann es nicht mehr hören. Ich sage, die sollen erst mal Ihre Hausaufgaben machen. Und dann sagen sie, wir sind Partner. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Hier, passen Sie auf. Dann können Sie gleich wieder Buh machen. Hier, ich lese Ihnen was vor. Dass die griechische Öffentlichkeit empört ist, übrigens, dass die Zustimmung von Herrn Tsipras noch doppelt so hoch ist wie vor der Wahl. Das haben Sie wohl auch zur Kenntnis genommen, hoffentlich, ja? Wenn der die spielen übrigens eine besondere Art, was sagt, die erpressen ja die Europäer. Womit wollen sie die uns erpressen? Ich sag's Ihnen, womit. Die richten nicht die Pistole auf uns, weil da ist ja nur eine Platzpatrone drin. Nein, die machen was ganz anderes. Die richten einen Revolver gegen sich selbst. Die richten Griechenland den Revolver an den Kopf.
und sagen den Europäern, wenn ihr uns nicht entgegenkommt, schießen wir. Das ist eine völlig neue Variante. Nicht? So, jetzt passen Sie auf. Ich lese Ihnen was vor. Im Parlament beklagt der griechische Abgeordnete Philaretos, dass das infame Diktat der europäischen Staaten die griechische Souveränität suspendiert hat, zu deren Erhaltung sich die Mächte aber eigentlich verpflichtet hatten. Und der Finanzminister erklärt bitter, dass das Parlament eigentlich gar nichts mehr abzustimmen habe, da die europäischen Staaten ohnehin über das Schicksal Griechenlands bereits befunden hätten. Das ist eine Rede vom September 1897. Die übrigens auch ein interessantes Detail, die griechischen Regierungen, die schon seit ihrer Gründung pleite waren. Nicht? Aber übrigens, wissen Sie, warum die griechische Fahne blau und weiß ist? Das sind die bayerischen Farben und der erste König von Griechenland war Otto I. aus Bayern, der in seinem Gefolge beim Einzug in Griechenland 50 Finanzbeamte dabei hatte zur Ordnung des griechischen Staatswesens. Nicht? Muss ein Riesenerfolg gewesen sein. Nicht? Die Griechen, der Varoufakis, der jetzige Finanzminister, hat ja gesagt im Spiegel-Interview, das ist ein finanzielles Waterboarding, was man mit uns macht. Nicht? Man bringt uns bis kurz vor das Gefühl, dass wir jetzt gleich ersaufen und dann holt man uns wieder hoch, dann können wir kurz Luft schnappen, dann kommen wir wieder unter Wasser. Das ist nicht so ganz falsch. Nicht? Ich erinnere an das, was ich von Herrhausen gesagt habe. Nicht? Man darf den Schuldnerländern nicht die Gurgel zudrücken, sondern man muss ihnen einen Rest Luft lassen, damit sie den Schuldendienst. Das hat man übrigens damals 1897 in Folge bis ins Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht. Man hat damals eine Münzunion übrigens in Europa gegründet, die schiefgegangen ist, weil alle Länder dann Papiergeld gedruckt haben und haben es gegen echte Münzen ausgetauscht. Dann ging es dann langsam bergab. Aber alle. Das übrigens, diese Münzunion war damals nicht zum Wohle aller gedacht, sondern Napoleon III. Hatte den Plan, Frankreich damit zu führen, Handelsmacht in Europa zu machen, was bekannterweise ebenfalls gescheitert ist. So, das wollte ich am Rande sagen. Griechenland ist ein Teil, es ist ja, wir wissen es ja alle mittlerweile, nicht? Das Geld ist ja bei den Griechen gar nicht angekommen, sondern die Banken sind gerettet worden. Das ist das ganze System, ist ja auch kein Geld. Nur man sagt es nicht. Nicht? Jeder, der auch nur ein Semester Volkswirtschaft studiert hat, weiß, dass weder Griechenland noch Japan noch Italien noch irgendjemand diese Schulden jemals abbezahlen kann. Das ist bekannt, das weiß jeder. Es darf aber nicht gesagt werden. Und von den Griechen verlangt man, dass sie nur dann Geld kriegen, wenn sie das Spiel, uns zu verheimlichen, was wirklich Sache ist, einfach eifrig mitspielen. Der Zuwachs an Wohlstand auf der gesamten Erde in den letzten 20 Jahren ist exakt deckungsgleich mit der Geldmenge der Schulden, die zugenommen hat. Das gesamte Wachstum der industrialisierten Staaten ist schuldenbasiert von allen, uns inklusive. Und Griechenland, da möchte ich noch mal was zu sagen. An Griechenland ist mir aufgefallen, dass dieser Krieg, Reich gegen Arm, der hat Elemente eines Drogenkrieges. Und zwar, stellen Sie sich vor, die Droge ist eigentlich das Geld. Sie überschwemmen schwemmen Länder mit billigem Geld. Und wenn Sie sich daran gewöhnt haben, über Ihre Verhältnisse zu leben, dann setzen Sie Zinsen um und kommen und sagen, Freundchen, wenn du so weitermachst, nicht, dann gibt es Ärger mit uns. Und wenn die dann nicht mehr zahlen können, dann kommt das Inkassounternehmen und holt alles aus dem Land, was noch halbwegs zu Geld zu machen ist. Das wird dann rausgeholt. Rentenkasse, Eisenbahn, Versicherung, was noch so übrig ist, nicht? Und was man nicht zu Geld machen kann, das dürfen sie behalten. Gesundheitswesen, so, nicht? Das geht. Und das Inkasso-Unternehmen, das man den Griechen beschert hat, das ist der Internationale Währungsfonds, das ist das internationale Inkasso-Unternehmen der Reichen. Einer der letzten Chefs war Dominik Strauss-Kahn, angeklagt wegen Zuhälterei, das ist so ein typisches Feierabend-Hobby von Dealern, nicht? Und noch zu dieser Idee mit dem Drogenkrieg. Nicht? Im Moment läuft das Geschäft glänzend. Die Welt ist überschwemmt mit Geld. Die Amerikaner haben bis vor kurzem jeden Tag 2 bis 3 Milliarden Dollar frisch gedruckt verteilt. Aber sie kommen unten gar nicht an. Nicht? Das ist wiederum eine Besonderheit. Das Geld bleibt bei den Dealern hängen. Die haben jeden Tag 2, 3 Milliarden Dollar frisch gedruckt, verteilt, aber nicht unter die Endabnehmer, sondern nur an die Dealer. Zu der ganzen Zeit
zu der Amerikas Notenbank dieses ganze frische Geld verteilt hat, haben Durchschnittsamerikaner, einfache Leute, kein Geld gekriegt, sondern 45 Millionen Amerikaner Lebensmittelkarten. Das Geld ist oben hängen geblieben. In Europa wird jetzt auch frisch Geld verteilt, aber nicht so. Ben Bernanke, kennen Sie den noch? Ben Bernanke, der letzte Chef der FED, der amerikanischen Notenbank, den haben sie früher immer Hubschrauber-Ben genannt. Wissen Sie warum? Der hat gesagt, wenn es mal schlecht läuft, da würde ich mit dem Hubschrauber über die Stadt fliegen und würde einfach Dollarnoten abwerfen. Wenn das mal gemacht wäre, dann hätten sie auch ein paar gefangen. Aber bei ihnen kommen sie ja gar nicht an. Das ist das Prinzip dieses Krieges, nicht? Das bleibt oben hängen und da wird der Deal gemacht. Und unten, was ist mit denen, die unten sind, die werden auf kalten Entzug gesetzt. Und dann fangen sie an zu randalieren. Papandreou, ganz kurz noch, nicht? Papandreou, können Sie sich an den noch erinnern? Papandreou war Ministerpräsident, griechischer. Der kam, als das Schuldenentlastungsprogramm der Griechen, das auf der Annahme der Troika basiert, dass die Griechen ab 2016 5% Wachstum pro Jahr haben. Das hat kein europäisches Land in den letzten 30 Jahren geschafft. Nur mal ganz am Rande gesagt, nicht wahr? So, als der Papandreou gesagt hat, das sind solche Einschnitte in die griechische Gesellschaft, ich schlage vor, das legen wir dem griechischen Volk zur Abstimmung vor. Er war noch 14 Tage im Amt, nicht? Lautstark angeführt von Angela Merkel, wurde Papandreou gezwungen, die Befragung des griechischen Volkes zu dieser Maßnahme zurückzunehmen. Herr Schirmacher, Gott hab ihn selig, nicht? Der große Frank Schirmacher hat kurz vor seinem Ende gesagt, ich glaube, wir haben 40 Jahre lang den falschen Feind bekämpft.